Willkommen zur letzten Folge Fallout für diese Session. So, jetzt will ich mal das Heckenschützengewehr hier sehen. Davon müssten wir zwei haben. Ne, den sehen wir leider nicht. So, wo war unser Laserding da? Na gut, dann gehen wir mal da rein, aber vorher sollten wir uns vielleicht noch ein bisschen heilen. Blutpaket. Hauen wir rein. Wirklich ziemlich düster hier. Na, wer ist denn da? Sehr gut. Ich glaube, da werden wir eine Weile beschäftigt drin sein. Kein Wunder, dass sie die Ghule so unbeliebt sind, wenn die hier alle immer angreifen. Frechheit. Okay, weitere Türen und hier geht's
sowas Sinnloses. Und ich nehme an, die beiden Türen führen in denselben Raum. Schon auf der Karte, ob wir in der Nähe sind. Ja, weit weg sind wir auf jeden Fall nicht mehr. Da kommen noch irgendwas. Geht doch. Hoffentlich hat sich das doch gelohnt. Hat sich's auf jeden Fall. Wir sollten mal Red Array wieder nutzen, glaube ich. So viel ab. Gibt's doch gar nicht. So, wir können nach unten oder hier oben lang. Führt beides nach unten. Ah! Wieder ein bisschen Heilung. Toll, ich dachte, wir sind gleich am Ziel angekommen. Pustekuchen. Machst du einer?
Hey, weg mit den Waffen und rüberkommen. Keine Dummheiten, klar? Oder es hagelt Kugeln. Weg mit der Waffe, das mache ich lieber erstmal. Was machen Sie hier? Es ist hier nicht sicher für Leute wie Sie. Ich bin hier, um mit Roy Phillips zu sprechen. Ach ja? Erwartet er Sie? Na dann mal los. Man sollte Roy nicht warten lassen. Er ist recht ungeduldig. Also Vorsicht. Was machen Sie denn so im Metrotunnel? Ich habe mich mit Roy und seiner nichtsnutzigen Gang herumgetrieben. Roy ist ein bescheuerter Typ, der keine Gefangenen macht. Er hat von diesem Mistkerl Tenpenny gehört und will uns jetzt in diesen Turm bringen. Dazu heckt er einen Plan aus, um die Gulhasser dort umzubringen. Ob Sie es glauben oder nicht, das hier war mal mein Urlaubsort. Das Leben muss man genießen, solange man noch kann. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Typ ist, wäre das auch noch ganz hilfreich. Und wo läuft er jetzt hin? Hier war sonst auch nichts weiter, ne? Oh doch. Da rennt er nämlich lang. Ich jetzt richtig? Jo. Könnte jetzt lustig werden. Ein Bleistift, den können wir mitnehmen. Oh, hallo. Ich bin Bessie Lynn. Ich glaube nicht, dass Sie hier unten sein sollten. Haben Sie mit Roy gesprochen? Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Sie könnten echt Schwierigkeiten kriegen, wenn Sie hier uneingeladen auftauchen. Schön, Sie kennenzulernen, Bessie. Keine Sorge, ich komme klar. Ich mag's nicht, wenn jemand zu Schaden kommt. Sie müssen tough sein, wenn Sie an den wilden Gulen vorbeikommen. Uns tun Sie ja nichts, aber Ihnen... Ich schwafel schon wieder, stimmt's? Roy sagt mir ständig, dass ich das nicht tun soll. Was machen Sie denn im Metrotunnel? Roy hat einen Plan, um uns in diesen Turm zu bringen. Tenpenny Tower. Er sagt, es ist nur eine Frage der Zeit. Er ist irrsinnig stark und er gibt nie auf. Roy ist ein echter Macher. Darum folgen ihm die anderen. Ich mag einfach die Art und Weise, wie er mich ansieht. Da fühle ich mich wieder schön. Ich würde mit ihm überall hingehen. Na gut. Sauber bleiben. Und wir machen hier in der nächsten Aufnahmesession weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.